App-Nutzer hat gerade einen Überfall auf einen Laden gemeldet. Oh Mann! Die klassischen Pläne von Bösewichten beinhalten oft haufenweise Bomben. Entschärfe alle Bomben, um hier zu gewinnen. Wenn du schnell bist, gibt's mehr Punkte. Bei der Markierung geht es los. Gut. Entschärfen wir Bomben. Lock die Wachen von der Bombe weg, um sie ungesehen zu entschärfen. Kampfsimulation ist aktiv. Kompiliere Datenbibliothek neu. Nicht gut. Nochmal? Zum Glück keine echten Bomben. Wachen weglocken, zur Bombe schleichen, entschärfen. Sie müssen von der Bombe weg. Geräusch. Erfasst. Suchroutine aktivieren. Das war wunderschön. Das war's. Irreguläre Daten. Starte Untersuchung. Alarm. Unbekannter Feind in der Nähe. Visuelle Tracking-Daten wurden verloren. Toll gemacht. Sehr strategisch. Die Leute wohl denken, wenn sie mich hier so sehen? Oh, da schleicht Spider-Man um Hologramme rum. Das ist total normal und überhaupt nicht seltsam. Siesta-Zeit. Entschärfe die Bombe, ohne gesehen zu werden. Du musst nicht unbedingt alle Bösewichter ausschalten. Suchprotokolle. Akustische Störung entdeckt. Einheit aufgegeben. Werte strategische Abweichung aus. Gleich noch mal. Position. Unbekannter. Und du wurdest gesehen. Nicht gut. Zum Glück keine echten Bomben. Status. Mögliche Störung. Leite Untersuchung ein. Yeah.
eingeleitet. Einheit autoritär. Kompiliere Datenbibliothek. Verhaltensmuster. Abbruch. Unbekannt. Oh nein, entdeckt. Weiter. Nicht gut. Zum Glück keine echten Bomben. Hier wird gesucht. Versuche der Eingang zu zerstören. Einfacher als ich dachte. Nicht gut. Zum Glück keine echten Bomben. Ohnmächtig sehen sie sehr üblich aus. Oh.
Manipulation. Pass besser auf. Verloren. Akustische Störung entdeckt. Alarm. Ich verschwinde in der Nacht. Ziel in der Nähe. Entschärft. Gut. Weiter so. Knifflig. Von der Bombe weg, um sie ungesehen zu entschärfen. Patrouille eingeleitet. Geräusch erfasst. Das war wunderschön. Kampfsubroutine gestartet. Hier so sehen? Oh, da schleicht Spider-Man um Hologramme rum. Das ist total normal und überhaupt nicht seltsam. Damit hast du nicht gerechnet. Entschärft! Gut! Weiter so! Ich weiß, die Bomben sind nicht echt, aber das ist ganz schön stressig. Nicht gut. Zum Glück keine echten Bomben. Wachen weglocken, zur Bombe schleichen, entschärfen. Sie müssen von der Bombe weg. Ungesehen zu entschärfen. Warte auf Angriff.
mögliche Störung. Leite Untersuchung ein. Das war wunderschön. Wir haben eine sehr hübsche Anleitung auf kein Ergebnis. Ich glaube, ich bin sicher. Ziel wird gesucht. Die Wachen von der Bombe weg, um sie ungesehen zu entschärfen. Der akustische Alarm, kein Alarm, kein Risiko. Das war wunderschön! Feindliches Ziel in der Nähe. Toll gemacht, sehr strategisch. Was sich die Leute wohl denken, wenn sie mich hier so sehen? Oh, da schleicht Spider-Man um Hologramme rum. Das ist total normal und überhaupt nicht seltsam. Gut, zum Glück keine echten Bomben. Wachen wegkommen, zur Bombe schleichen, entschärfen. Sie müssen von der Bombe weg. Akustischer Alarm, möglicher Einringling. Alarm, Hinweis auf mein Ziel. Entschärft! Gut! Weiter so! Führe Suchprotokolle auf. Bewegung im Deck. Untersuchung eingeleitet. Stelle Sichtkontakt wieder her. Analysiere feindliche Kampfkraft. Okay. Zwei. Fernangel eingeleitet. Oh nein, entdeckt. Üb weiter. Das ist knifflig. Entschärfe die Bombe, ohne gesehen zu werden. Du musst nicht unbedingt alle Bösewichter ausschalten. Geräusch, suche nach feindlichem Ziel. Siesta-Zeit. Entschärft! Gut, weiter so! Schlaf mal gut. Fertig. Gut gemacht. Aber da warten noch mehr. Ich weiß, die Bomben sind nicht echt, aber das ist ganz schön stressig.
Ziel wird gesucht. Runde 2. Putzhauen. Ein schöner Ausdruck, muss ich mir merken. Thank you.
aber das neue Fahrschema ist echt abgefahren. Sehr modern, sehr modern. Ich hätte wirklich früher einkaufen sollen. Nur zu, Pete. Auf geht's. Denk dran, ihr braucht alle Kontrollpunkte. Das Keim aus. Einfach planen und ausführen. Mit einer Millisekunde Spielraum für Fehler. Kein Problem. Kinderspiel. Weiter so. Hör auf deinen Bauch. Behalte die nächsten Kontrollpunkte im Auge und plan deine Route spontan. Eine schwingende Herausforderung, bei der es um spontane Problemlösung geht. Guter Lehrer Pete. Ich wusste den Central Park vorher nie wirklich zu schätzen. Jetzt liebe ich ihn. Sind das gebrannte Mandeln? Oh Mann, darauf hätte ich jetzt... Nein, Konzentration, Mann. Warum klebe ich nur hier? Schöne Feiertage, Spider-Man! Spider-Man! Ich bin ein Weihnachtsmann! Zur Markierung und erlebe die Geschichte selbst. Das wird lustig.
Du willst noch mehrmals? Gefällt mir. Bist du bereit, die Federvieh-Herausforderung zu wiederholen? Dann geh zur Markierung, um anzufangen. Willst noch mehrmals? Gefällt mir. Bist du bereit, die Federvieh-Herausforderung zu wiederholen? Dann geh zur Markierung, um anzufangen. Am allerersten Tag am College. Ich mach Kugelfutter aus dir, So, besser kann ich Roger nicht. Da hatte Pete aber Spaß. Roger ist alter Forschungspartner, Jack Westman lernte an der ESU. Roger wollte ihn erledigen. Aufzuhalten. Ich sag dir, was weiß, dieser Kampf war hart. Super Geschichten. Immer mischst du dich ein, Spider-Man. Verunglückt, unnötigen dramatischen Verbrechen nicht in Ruhe begehen. Klingt, als wäre diese Waldschlangennummer irgendwie Therapie für Pete. Ich bin alt. Ich beachte Jugendliche. Runter von meinem Rad. Jetzt im Sonderangebot. Alltagsrassismus, der kein Streifen gewährt ist. Auf den Punkt. Wusstest du schon, dass ich Fels gemacht habe? Spider-Schurken haben echt Probleme. Fang, Spider-Man! Ha! Das ist clever, weil ich gar nicht will, dass du fängst. Ein Brüller! Ja, verflixt! Ja!
Ein harter Kampf, aber er wurde schwächer. Dann, als ich gerade dachte, ich könnte gewinnen, tauchte Vultures böser Zwillingsbruder auf. Nee, Vulture hat sich verliebt. Ich war erschöpft, er war kaum außer Atem. Aber es kam in Form des zwei Vultures. Zwei Vultures? Okay, dann also Schreck. Ja, wie fühlt er sich an als Metapher für jugendlichen Übereifer? Vulture Nummer 2. Super Vulture Nummer 1. Ich demonstriere nur zu gerne die Dichtigkeit, sich seine Kräfte einzuteilen. Wie lange hat Pete daran gesetzt? Hey, Vulture 2. Was kann die Mutter für beide? Es verlischt. Jetzt was? Verflixt! Hat mein alter Ego besiegt! Hey, Jamie! So, eine Knochenbrücke sind der Hammer! Na, verlass, stimmt! Ja! Warum bin ich aufgehört? Ich soll Jamie und Harry rufen. Sie feiern mich an. Sie glauben an mich. Und ich dann auch. Aha, so läuft das also. Ein Kampf mit Botschaft. Thematisch strukturiert. Sauberes Kampfdesign, Pete. Gut gemacht.